Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren im Jahr 2018. Wie auch schon in den Magazinen aus den anderen drei Allgäuer Landkreisen, wollen wir heute auf Themen zurückblicken, die uns in 2018 beschäftigt haben. Ein immer wiederkehrendes Thema war im Ostallgäu natürlich die Dammsanierung am Forgensee. Die war der Grund dafür, dass der Stausee in diesem Jahr lange leer blieb. Er ist mit einer Fläche von 15,2 Quadratkilometern der fünftgrößte See Bayerns, der Forgensee. Seit 1954, also bereits seit 64 Jahren, wird er regelmäßig im Sommer auf- und im Winter wieder abgestaut. Im Frühjahr soll der Stausee das Schmelzwasser aus den Bergen aufnehmen oder auch mal Starkregen auffangen. Dieses Wasser wird dann durch den Damm aufgestaut und kontrolliert an den Lech abgegeben. So wird Hochwasser vermieden oder das Gegenteil. In Trockenzeiten werden auch mal Wasserreserven abgegeben. Und dabei wird ganz nebenbei auch noch Strom für rund 48.000 Haushalte gewonnen. Der Damm hier in Roßhaupten macht jetzt 64 Jahre seinen Job. Das heißt, er hat 64 Jahre einen unterschiedlichen Wasserspiegel im Forgensee zu bändigen. Und es bedeutet auch 64 Jahre auf und ab und immer wieder unterschiedlicher Wasserdruck. Insgesamt wird der Damm mit 50 Messstellen kontrolliert. Und einige dieser Messstellen haben in den letzten Jahren Hinweise gegeben, dass der Damm Teile des Damms, sogenannte Klüfte, in denen Sande oder auch anderes Material drin ist, ganz langsam minimal ausgespült werden. Das ist überhaupt nichts Besorgniserregendes, aber gibt uns den Hinweis, was zu tun. Der Damm besteht aus mehreren Schichten, zum Beispiel aus Lehm, Kies und Sandstein. Durch den immer schwankenden Wasserdruck werden ganz kleine Hohlräume, Klüfte genannt, mit der Zeit immer weiter ausgespült. Das hatten die Messsensoren rund um den Damm registriert. Deshalb wurde im Frühjahr dieses Jahres entschieden, dass eine Sanierung notwendig war. Da wird an bestimmten Stellen des Damms gezielt vorab, an bestimmten besonders geschwächten Stellen wird vorab Zement eingespritzt. Und die Aufgabe dieser Einspritzung ist, in diesem Bereich sehr schnell Stabilität herzustellen und eine entsprechende Verfestigung des Materials herbeizuführen. Dieses Einbringen des Materials, also diese Injektionen, geben uns aufgrund des Druckverhaltens und wie schnell die Injektion drin ist und auch aufgrund der Bohrung, wie schnell können wir die Bohrung einbringen, geben uns sehr, sehr viele Hinweise über die Zusammensetzung des Damms nochmal. Und diese werden wir auswerten und entsprechend dieser Auswertung werden wir dann auch die nächste Phase ansetzen und dann nochmal fein planen. Die nächste Phase sieht vor, dass wir über die gesamte Länge des Damms, das sind also 320 Meter, eine Betonschlitzwand einbringen. Diese Betonschlitzwand hat eine Mächtigkeit, eine Stärke von 80 cm und wird 40 Meter in den Damm hineinreichen plus weitere 35 Meter in das darunterliegende Erdreich. Das heißt, die Betonschlitzwand wird insgesamt 75 Meter hoch sein oder tief sein, wie wir sagen. Durch die Arbeiten an dem Staudamm konnte der Forgensee in diesem Jahr nicht komplett aufgestaut werden. Nach den Zementinjektionen in den Damm wurde am 2. Juli mit dem Teilaufstau begonnen. Doch durch das heiße Wetter und wenig Niederschläge in diesem Jahr ging dieser nur sehr langsam voran. Dafür zeigte sich der Forgensee von einer ganz anderen Seite. Er wurde grüner und grüner. Sogar Tomaten wuchsen dort. Aber auch so gibt es im leeren Forgensee einiges zu sehen. Der Forgensee ist ja eh ein besonderer See. Also ich meine, durch den leeren Forgensee zu laufen, hat ja auch was. Und noch die Reste der alten Via Claudia Augusta dann noch zu sehen und zu erleben zu können im Sommer, was ja normalerweise im Sommer nie möglich ist. Damit musste man sich den Sommer über zufrieden geben. Denn erst im Oktober wurde der Vollstau auf 780,5 Meter über dem Meeresspiegel eingeleitet. Und auch erst mit diesem Wasserstand hätte die Forgenseeschifffahrt ihren Betrieb aufnehmen können. Einen Monat später, am 13. November, begann allerdings schon wieder der Abstau. Die Arbeiten an dem Damm laufen noch immer. Erst im Frühjahr 2019 werden sie abgeschlossen sein. Im nächsten Jahr wird der Forgensee also, wenn alles weiter nach Plan läuft, wieder ganz normal aufgestaut werden können. Der leere Forgensee hat in diesem Jahr natürlich einige Einbußen für den Tourismus im Ostallgäu verursacht. Vor allem die Forgenseeschifffahrt hatte darunter zu leiden. Aber das Ostallgäu hat natürlich noch mehr zu bieten als nur diesen einen See.
Im Sommer haben wir uns daher mit dem Tourismus in der Region beschäftigt und mit seiner Naturverträglichkeit. Königsschlösser, Seen, Berge, Wanderwege. Im Ostallgäu kommt jeder auf seine Kosten. Im Jahr 2017 wurden 4,5 Millionen Übernachtungen in dem Landkreis verzeichnet. Eine stolze Zahl. Trotzdem muss man den Touristen immer wieder neue Reize oder Angebote schaffen. Erna-Katrin Groll von den Grünen hofft jedoch, dass man daraus keine falschen Schlüsse zieht. Also man muss natürlich die Natur schützen, wo sie schützenswert ist. Und die ist schützenswert. Man muss gucken, dass man die Menschenströme leitet, dass man bestimmte Themen ausbaut, wie zum Beispiel Radwege, dass man schaut, dass die Menschen gut zu ihrem Ziel kommen, ohne dass sie es zerstören. Und das Wesentliche ist die Netzwerke schaffen zwischen den verschiedenen Kommunen und Gemeinden, damit nicht wahllos irgendwas aufgebaut wird. Und das Schlechteste, was man machen könnte, wäre, riesen Betonbunker zu bauen, um die Menschen dort unterzubringen und breite Straßen, damit sie noch schneller durchs Allgäu durchkommen und nicht im Allgäu bleiben. Die Probleme kommen häufig erst, wenn der Tourismus zu sehr wächst. Mehr Menschen bedeuten natürlich auch mehr Verkehr. Sowohl auf den Straßen als auch auf den Wanderwegen. Und auch mehr Müll oder Menschen, die sich nicht an die Regeln in den Wandergebieten halten. Viele Leute gehen nicht die Wege einfach, wo man gehen sollte. Und es gibt halt auch die Tiere im Sommer auf der Alpen und auf der Berg und da muss es einfach ein besseres Miteinander geben, dass jeder für jeden Verständnis eigentlich hat. Klar, die Leute wollen in die Natur raus, aber dass sie das auch respektieren von den Bergbauern und ja, die Zäune, dass sie das nicht kaputt machen und dass man einfach auf der Wege bleibt, wo beschildert sind. Ja, wir werden ja gerade überrannt und insofern entstehen neue Herausforderungen, die wir einfach offen auch sehen müssen. Und Frau Zinnecker hat es natürlich auch erkannt, wie auch die anderen verantwortlichen Touristiker, dass wir hier mal überprüfen müssen, ob das höher, weiter, schneller in Zukunft das richtige Prinzip ist. Wir haben ja voriges Jahr das erste Tourismusforum durchgeführt für die ganze Region, wo eben auch solche Themen besprochen werden, wo im Rahmen eines Netzwerks auch versucht werden soll, wie kann man denn gegenseitig so Dinge auch steuern, wer spielt denn da eine Rolle, wie könnten denn die Produkte in Zukunft ausschauen. Und ich denke mal, dass gerade die Richtung Qualitätstourismus hier eine wichtige Rolle spielt, um auch so Sachen wie eben diesen Overtourism, wie man es so schön nennt, ein bisschen in den Griff zu kriegen. Noch viel weiter sollen die Tourismuszahlen also wohl nicht steigen. Qualität statt Quantität könnte in Zukunft die Devise lauten. Denn immer mehr Attraktionen und Unterhaltung sind für viele Touristen gar nicht das, was sie im Allgäu suchen. Was ganz wichtig ist, was die Menschen suchen, und das haben sie auch bei allen Statistiken und Untersuchungen gesagt, sie suchen wieder die Ruhe. Und eben nicht Geführte mit viel Musik und mit viel Lautstärke und mit viel Action und sowas alles, das gehört mit dazu, sicher. Aber das andere, das Ruhesuchende, das Abstandnehmen, das Wandern zu sich selber finden, das hat einen großen Stellenwert bekommen und ich glaube, da sind wir im Allgäu gut unterwegs. Und dafür, wenn wir was tun, tun wir auch gleichzeitig was für Natur und für den Menschen. Tourismus und Natur müssen also kein Gegensatz sein. Man braucht nur geregelte Touristenströme und Besucher, die sich an Regeln und Verbote halten und die Natur mit Respekt behandeln. Schließlich ist das Allgäu vor allem für seine schöne Natur bekannt. Nur ein Grund mehr, sie gut zu schützen. Und in der Natur beginnt auch unser nächster Rückblick. Wir haben im Februar einen Waldkindergarten in Rieder besucht. Dort rechnet man in Zukunft mit einem Problem, das es auch in vielen anderen Branchen gibt: Fachkräftemangel. Kindergärten und Kitas haben immer häufiger Probleme, geeignetes Personal zu finden. Und das hat verschiedene Ursachen. Hier in Rieder bei Markt Oberdorf sind die Waldmäuse los. Die Waldmäuse sind 23 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und ihre Erzieherinnen. Die Leitung des Waldkindergartens liegt bei Ingrid Blum. Zurzeit kann sie sich noch nicht über fehlendes Personal beklagen. Das könnte in Zukunft aber anders aussehen. Es kommen immer weniger Erzieherinnen nach. Und das hat nicht nur einen Grund.
Ja, ich glaube, es sind sehr hohe Anforderungen an das Personal gestellt, vor dem sich dann doch die einen oder anderen scheuen, beziehungsweise auch erst dann feststellen, wenn sie drinstecken. Also im Vergleich zu früher deutlich höhere Ansprüche. Dann die Ausbildung, 5 Jahre. Und das Finanzielle passt dann vielleicht auch nicht da dazu. Wenn ich denke, ich muss 5 Jahre lernen, überlege ich mir vielleicht mal, ob ich studieren gehe. Mache ich noch 2 Jahre drauf und verdiene deutlich mehr. Bei der Arbeit selbst geht es längst nicht mehr nur um die Betreuung und Beschäftigung der Kinder, sondern mehr und mehr auch um die Erziehung. Gerade Eltern und Schulen verlangen inzwischen viel mehr als früher. Wir müssen für die Schule vorbereiten. Von daher kommen Anforderungen. Wir sind vernetzt mit der Schule. Von den Eltern kommen vielschichtige Anforderungen. Dann viel Dokumentation, viel Schreibarbeiten, die früher alle wegfielen. Wir müssen ja unsere Arbeit dokumentieren, den Eltern gegenüber. Ja, auch unserem Arbeitgeber, der will auch wissen, was wir tun. Also wir werden eigentlich überall kontrolliert und geguckt, wie wir es machen. Die gestiegene Geburtenrate, die große Anzahl der Kinder von Geflohenen und der massive Ausbau der Krippenplätze samt Rechtsanspruch seit dem Jahr 2008 haben auch den Bedarf an Fachkräften steigen lassen. Diesem Bedarf ist man aber nicht entsprechend nachgekommen. Die Politik hat die Notwendigkeit erkannt, dass man einfach den Familien die Freiräume schafft. Es wurden Krippenprogramme aufgelegt, hochattraktiv für die Träger, für die Kommunen. Aber es war natürlich die Masse an Personal, an Erzieherinnen, die wurde nicht weiterentwickelt. Also man hat eigentlich mit dem gleichen Pool an Leuten dann diese Krippen auch noch belegen müssen. Und das führte halt zur Verknappung. Dann kommen so Themen wie Inklusion, da brauche ich einfach auch mehr Leute. Inklusion ist einfach, wird halt anders betrieben wie vor 10 Jahren. Sprachförderprogramme braucht man, Fachpersonal. Also der Arbeitsmarkt verknappt sich da eigentlich immer mehr. Damit die Anzahl der Erzieher nicht zu gering wird, gibt es inzwischen verschiedene Weiterbildungsangebote und eine abgeschwächte Form der Ausbildung, die ja eigentlich 5 Jahre dauert. Es gibt jetzt zum Beispiel die Chance für gute Kinderpflegerinnen, innerhalb von 15 Monaten sich weiterzubilden zur Erzieherin. Und dann gibt es jetzt seit letztem Herbst ganz neu die Weiterqualifizierung zur Fachkraft mit besonderer Qualifikation. Das heißt, dass bisher Personen, die nicht im Anstellungsschlüssel berücksichtigt werden konnten, können jetzt über einen 15-monatigen Zertifikatskurs dann auch eingerechnet werden. Ingrid Blum sieht derartige Ausbildungsangebote kritisch. Den Leuten fehlt meistens die Praxis, einfach Praxiserfahrung, und dann werden die schulisch bei Weitem nicht so ausgebildet wie die anderen. Die haben zwar, glaube ich, ziemlich die gleiche Prüfung, aber es ist nicht das Gleiche. Gerade in ihren ersten Lebensjahren ist es wichtig, Kinder richtig zu betreuen und zu fördern. Trotzdem kommt man um Quereinsteiger in dem Beruf Erzieher wohl erstmal nicht drumherum. Für mehr Interesse an dem Beruf würden unter anderem mehr Gehalt und bessere Rahmenbedingungen sorgen. Und das ist und bleibt Aufgabe der Politik. Und das waren sie auch schon, die 3 Themen, auf die wir in diesem Magazin zurückblicken wollten. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.